Naja, also ich kann euch sagen, Karpfenblau kenne ich ja auch noch von früher in Essig gekocht. War immer so eine wabbelige Angelegenheit und gehörte nicht wirklich zu meinen Leibspeisen. Deswegen machen wir heute mal was ganz anderes, was auch ein bisschen zünftiger ist. Und zwar ein tolles Rezept, das nennt sich gebratenes Karpfenfilet in Malz gewendet. Warum Malz? Naja, ihr habt schon gesagt, wir sind hier im Brauhaus Finsterwalde und da liegt das irgendwie auf der Hand. Das sagt der Chef Christian Hanisch. Er hat sich das Rezept ausgedacht und ist hier auch gerade schon fleißig am Vorbereiten. Herr Hanisch, warum passt denn jetzt das Malz so gut zum Karpfen? Also das Malz passt gut zum Karpfen. Wir melieren den Karpfen in dem Malz und das Malz karamellisiert leicht aus und gibt dem Karpfen so einen besonderen Touch. Das Malz kommt bei uns im Haus so an, in dem Kornzustand, wird in der Schrotmühle gemahlen, wo natürlich auch unser Bier draus gebraut wird. Und wir verwenden viel davon auch bei uns in der Küche. Ja, Sie dürfen das ruhig auch schon mal melieren, ja? Ich bin hier auch schon mal am Machen und am Tun. Nämlich, es gibt dazu Thymian-Kartoffeln, die würfel ich hier gerade schon. Mache ich es richtig eigentlich? Alles bestens, super. Ja. Und frittierte Kapern, die wir da drüben sehen. Warum frittierte Kapern? Das kenne ich eher vom Königsberger Klopsen. Genau, aber dann nicht frittiert. Wir frittieren die Kapern, weil die Kapern einfach schön aufplatzen und die dann einen sehr schönen salzigen Touch haben und ihre Säure verlieren. Das ergänzt sich super mit dem Malz am Karpfen. Ja, was ist jetzt hier beim Melieren zu beachten? Was kommt da noch rauf alles? Jetzt kommen wir noch mal ein paar Spritzer Zitrone, frische Zitrone mit drauf. Und dann bräuchte ich mal etwas Salz von hier drüben. Den Karpfen noch mal leicht salzen. Pfeffern auch? Pfeffern ganz wenig. Manch einer mag es, manch einer mag es nicht. Dann ist er auch schon fertig für dann die Bratpfanne, würde ich sagen. Los, dann ja, kann der Karpfen gleich rüber in die Bratpfanne. Machen wir. Meine Kartoffeln brauchen, glaube ich, noch ein bisschen, aber der Karpfen ist fertig für die Pfanne. Kann in die Pfanne. Genau. Bei wie viel, wie lange werden wir ihn braten müssen, bis er durch ist? 4 bis 5 Minuten werden wir ungefähr brauchen, bis er noch leicht glasig ist. Wir braten den Karpfen auf der Hautseite. Mal ein bisschen mehr auf. Also durchaus die Haut dran lassen, ja? Weil durchaus einige die Haut dran lassen, genau. Bewusst ab. Das wird schön groß und wie gesagt, das Malz karamellisiert dann einfach schön aus. Okay, sehr schön. Und während der Karpfen jetzt hier in Butter richtig schön anbrät, schauen Sie sich mal an, wo der Karpfen überhaupt herkommt. Viele Seen im Elbe-Elster-Kreis sind zugefroren. Die Teiche von Fischer Martin Keil auch. Nur an einigen Stellen sind sie eisfrei. Und hier holt der Fischer seine dicken Karpfen raus. Die Fische bringen so viel Wärme von unten nach oben. Das Wasser hat eine Tiefe 4 Grad plus. Das heißt, bringen die Fische von unten nach oben und deswegen friert das ja nicht zu. In den kleinen Teichen der Hammermühle parkt er seine Karpfen, die er im Herbst in den Seen rund um Doberlo-Kirchheim gefangen hat. Jeden Tag holt er ein paar der 1 bis 4 Kilo schweren Karpfen aus den Eislöchern, um sie an die Restaurants der Region auszuliefern. Und dabei bietet er den Rundum-Service. Der Karpfen wird in seiner Fischerei ausgenommen, filetiert und mit einer besonderen Maschine entgrätet. Was wir jetzt hier sehen, ist unser Gräteschneider. Hier wird dieses Filet durchgedreht. Und die noch vorhandenen Gräten werden auf 1 mm Größe geschnitten, die man beim Essen nicht mehr spürt. Und danach liefert er die gefühlt grätenfreien Fischfilets höchstpersönlich aus. Unser Karpfen ist jetzt fertig gebrutzelt, bereit zum Anrichten. Herr Hanisch, mit dem Karpfen ist das ja immer so ein zweischneidiges Schwert. Ja, der polarisiert ein bisschen. Die einen lieben ihn, die anderen hassen ihn. Ich muss sagen, ich mochte ihn auch nicht allzu sehr in der Vergangenheit, weil ich immer fand, der schmeckt so ein bisschen modrig, ja, so schleimig. So. Genau, das wird dem Karpfen im Allgemeinen nachgesagt. Der Karpfen wird ja grundsätzlich in den Monaten mit R gegessen, im Oktober gefischt. Ganz einfach, da ist das Wasser in den Teichen kälter, es bilden nicht so viel Algen. Der Karpfen wird eigentlich besser durchwässert. Und gesund ist er auch noch? Und gesund ist er auch noch. Er ist reich an Eiweißen und B-Vitamin D, denen ja nachgesagt wird, dass sie leistungssteigernd sein sollen. Oh, okay. Das merken wir uns mal. Vielen Dank erstmal bis hierhin. Und ich bringe das Essen jetzt auch mal rüber, denn die Gäste warten schon. Da sind viele hungrige Gäste. Die Karpfenwochen werden groß gefeiert hier in Finsterwalde. Bitte schön, guten Appetit. Und einmal auch hier drüben. Lassen Sie sich in Karpfen schmecken. Wie ist das denn bei Ihnen? Gibt es da öfter auch Karpfen zu Hause? Wie essen Sie den sonst so? Also früher gab es ja keine Filets, sondern nur ganze Karpfen. Und da ist mir einmal einer richtig misslungen und seitdem ist das in unserer Familie verpönt. Ach, du ich lieber darf keinen Karpfen mehr machen. Ich freue mich, dass ich heute hier Karpfen essen darf. Sehr lustige Geschichte. Wie ist das bei Ihnen drüben? Sie sind schon ein bisschen weiter. Wie schmeckt's? Ja, ja.
Sehr gut, kann ich nur weiterempfehlen. Ja? Ja. Und den Malz, das Malz, schmeckt man das ein bisschen raus? Das schmeckt man natürlich. Und es gibt ja besondere Würze noch dazu. Also es ist ein ganz großer Unterschied zu ganz normalem Blaukarpfen. Okay, dann wünsche ich Ihnen ganz viel Spaß, guten Appetit beim Weiteressen. Also das Malz zu Karpfen passt, das wissen wir jetzt schon. Aber welche Rolle Malz hier noch spielt im Brauhaus Finsterwalde, das zeigen wir Ihnen jetzt. Im Brauhaus Finsterwalde wird nicht nur das Finsterwalder Bier gebraut. Auch der Treber, also die Rückstände vom Malz, wird hier kreativ weiterverarbeitet. Zum Beispiel zu Treberbrot. Also hier sieht man vereinzelt dann halt die einzelnen Spelzen, Keimlinge, die Rückstände vom Malz, die dann natürlich auch den Geschmack mit des Brotes mitgeben. In Zusammenarbeit mit einem Fleischer aus Finsterwalde entsteht der Treber Schinken. Und das Brauhaus setzt noch einen drauf und serviert sogar eine Treber-Currywurst. Ja, im Moment da spielt hier aber weniger das Fleisch eine große Rolle, sondern eher der Fisch. Und passend zu den Karpfenwochen ist auch hier so eine kleine Karpfenfibel erschienen. Da steht viel Wissenswertes drin rund um den Karpfen, ein bisschen was zur Geschichte und auch viele interessante Rezepte. Zum Beispiel, das finde ich ganz toll, Karpfenfilet Natur mit Kräutertomaten auf Zitronenreis an einer harmonisierten Soße. Toll. Und herausgegeben hat das Lars Thielemann vom Naturpark Niederlausitzer Heidelandschaft. Herr Thielemann, wieso braucht denn jetzt der Karpfen eine eigene Fibel? Also sicher braucht der Karpfen keine Fibel, aber wir sind der Meinung, dass Gäste, die zu uns in den Naturpark kommen, unsere Landschaft genießen, regionale Produkte auf der Speisekarte haben wollen und die wollen wir natürlich mit so einer Fibel inspirieren oder zumindest sie sollen neugierig werden auf die Gaststätten, die es hier gibt, die sich mit diesem Karpfenfilet versucht haben. Oder versucht haben, den Karpfen neu zu erfinden. Okay, vielen herzlichen Dank. Also ganz viele Informationen rund um den Karpfen. Die Fibel liegt hier überall in den Gaststätten aus. Und Sie haben natürlich noch die Möglichkeit, selbst zu probieren, den Karpfen bis zum 16. Februar. Gibt es hier noch die Karpfenwochen im Elbe-Elster-Kreis? Guten Appetit.